Viertel vor acht. Ein weiteres Mal Final Fantasy. Ich habe mich gestärkt, war einkaufen. Glücklicherweise hat es nicht geregnet. Der Kater schläft, das ist gut. Und habe gerade noch mal bei Crichton reingeschaut. Ja, Jennian zieht um, habe ich auch nicht gewusst. Und kommt bestimmt wieder irgendeine Antwort. Um zu. Okay. Gut, dann geht's jetzt weiter. So, nun aber. Ja, wir haben noch mal reingeschaut und haben noch mal Crichton Bescheid gegeben. Jetzt geht's weiter. Also, ja, wir sind ein wenig weiter, haben ein bisschen größeres Gebiet abgesteckt und die ersten Nebenmissionen haben Garuda besiegt und so, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen die Runen des Phönixtors. Das war aber irgendwo ganz, ganz weit hinten. Und ich muss erstmal in die, ich wollte gerade sagen, die weite Welt hinaus. Erstmal muss ich in die auf die Weltkarte kommen. Und das ist immer nicht so leicht. Das habe ich noch nicht verstanden, wie er das macht. Zack, dann mal eben hier. Ach so, da geht das. Ah, okay, gut. Ja, weil ich dachte, dass das übers Touchpad geht. Und da müssen wir hin. Okay. Hätte ich das jetzt nicht gewusst, wäre ich wahrscheinlich die ganze Strecke abgelaufen. Und, almost as if time had stood still.
suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Have a look around. Ja. Was hat sie denn da? Was ist denn das? Ja. Could I have done this? Could anyone? Da nun aber endlich. Ich gucke halt Crichton immer ganz gerne im Hintergrund, das hatte ich ja schon gesagt, weil es halt um die aktuelle Diskussion geht, was jetzt mit Twitch passiert, was mit Kick passiert. Und klar, man startet immer wieder neu, man könnte sagen, ja okay, dann sind die halt da. Auf der anderen Seite, man sieht es halt, dass viele, die mal wegen auf Twitch jetzt, so wie XGC, 11 Millionen Follower haben oder was und geht dann darüber und hat dann 300 oder 400.000. Das ist klar. Ja. Das wird alles noch dauern, bis die dann alle nachziehen. Also spätestens, wenn Leute wie Esmond Gold und so kommen, dann hierzulande ist immer noch das Problem, dass viele Leute ein bisschen zu, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen konservativ sind, aber ach, um Gottes Willen, und das ist ja Casino und das ist so, oh, das ist ja so ganz schlimm und This is the Hall of the Gate. The Gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apoditory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix.
Ja, ich muss jetzt mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Und welche Spiele ich jetzt als nächstes noch ordern werde. Das ist eine ganz, also es ist schon eine ganze Menge und es werden ja immer mehr. Und das sind viele kleine Titel, aber erstmal, wie gesagt, 16, dann kann ich endlich Diablo machen. Midnight Suns werde ich auf jeden Fall weiterspielen danach. Die haben jetzt erstmal Vorrang. Ich habe Dead Space noch offen. Ich habe noch, ach, so viel offen. Aber erstmal 16. Die 3 Tage jetzt und dann. Das ist schon. Das sieht ja nun schon wirklich gigantisch aus. Also das sind so Sachen, die man muss man wirklich genießen. Langsam reingehen, denn sich so von den Einzelheiten, von den Details, die sie mit reinbauen, das ist ja das, was Final Fantasy so ausmacht. Jetzt sind doch. Nee. Das ist wie bei Alexander jetzt, die. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, die Musik ist schon genial. Also
Und noch eine Stufe höher. Level 22. Die Verteidigungsmodule, das sind auch die gleichen, die man in 14 als Reparatursysteme und Verkäufer und so haben kann in den Häusern. Ja. So, nun schauen wir mal, was passiert jetzt. Ein nächster Gegner, ein gefallener Wächter, okay. Okay. Oh je, da war ich zu spät. Ich habe mich so auf meine Attacken konzentriert. Also hier sieht man wieder, wie stark man doch darauf achten muss, welche Taste man drückt. Oh Mann. So, was haben wir denn jetzt hier? Also es kommt einem wirklich so ein bisschen... Oh, welche Instanz war denn das? Ah, ja, Bomber. Da muss man aufpassen. Nicht, dass die selber explodieren. Gerade eine Nachricht bekommen, mal ganz kurz reingucken. Gamebase, da. Da muss ich mal eben kurz schauen. Ja, ihr seht jetzt die Liste. Ja. Komischerweise wird es so sonst nicht eingeblendet. Jetzt konnte man das mal sehen, aber das ist nicht so schlimm.
So. Auch den haben wir besiegt. Beziehungsweise die. Joshua have had to run this gauntlet too. No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Also ich wäre ja mal froh. Ups. Wow. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hellbent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. Oh, jetzt geht's aber schon echt richtig ab. Oh, ich komme gar nicht dazu, die Attacken zu fahren. Ist das heftig. Alter Schwede. Also es ist echt, ich knüppel hier auf die Tasten drauf, das ist unglaublich, aber es macht so einen Spaß, es ist,
Also auch wenn man nicht ganz so das gerade in dem Moment perfekt trifft. Ja, Schande, der fängt ja schon an, der Schweinepriester. Boah. Jetzt muss ich aber mal mich konzentrieren hier. Wow, was wird denn das jetzt? Alter! Ich komme schon teilweise gar nicht mehr mit. Alter, ist das ein Gemetzel. Aber es ist so geil. Boah. So, was haben wir denn hier? Keep attacking us.
themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. So, das war ja schon mal ganz lange. Ja. Jetzt bin ich hier rein. Da ist das nächste Tor. Aber, und da ist eins. Weiß jetzt aber nicht, von wo ich gekommen bin.
Oh, wer ist er denn? Ja, so ein hübsches Kerlchen. So, nur aber. Eine Katze. Katerchen. Ey, jetzt sitzt er sich wieder genau vor meinem Bildschirm. Katze, komm mal her. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Komm mal her. Katze, komm mal weg. Ach. Komm mal her. Guck mal hier. Alles von dir, Katze. Kada. Oh Mann. Also ich muss echt so gucken, weil der Kada immer davor sitzt. So, jetzt muss ich mal den Kader wegscheuchen. Moment. Jetzt bin ich zwar den Kater los, aber ich habe die ganze Hand voll mit Haare. Ich muss ihn ein bisschen Wasser bestechen, damit er hier abhaut. Weil der setzt sich immer direkt vor den Monitor. Und jetzt mal kurz hier. Ich habe schon wieder
Kackrückkopplung. Na, mal sehen. Ja, so, jetzt gucken wir hier mal rein. Moderationsdashboard. Edit Mode. Nee, da ist es nicht. Kanaltools. Ah, wo ist denn das? Ich hasse das immer. Einstellung, da ist es. Bearbeiten. So, und dann Dumb. Hä? Habe ich jetzt den falschen Weg gemacht? Ach, ich Idiot. Okay, ja. Ist passiert. Kann mal passieren. Soll nicht passieren. Versehentlich den falschen zugemacht.
So. Ja, mal gucken. Lights. Well, that did something. So. Wo geht's weiter? Hier nehme ich an. Ja. Wird sicherlich irgendeine Brücke jetzt kommen oder irgendwas? So, it isn't a dead end after all. Apparently not. In it. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Da ist er ja wieder. You're him. The second dominant of fire. Who are you? Ja.
Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared the Bai, accepting it, I would lose what little was left of me. Yeah. So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Show me who you truly are. Und was jetzt, Ifrit? Alter, was ist denn nun los? Momentan komme ich hier völlig durcheinander. Ich war gar nicht mehr da. So, ja.
Grüße. Ja, es ist schon ein absolut geiles Spiel, muss ich sagen. Also das ist hier, was ich jetzt mache, nur der Easy-Modus. Und ich habe schon Krampf in den Finger, weil das ist so viele, obwohl man es gar nicht sieht. Der Wechsel zwischen den einzelnen Kampftechniken, das ist schon... Und es ist ja auch extrem schnell. Also dafür für ein Final Fantasy noch nie erlebt. Also das geht schon hier, ja, Devil May Cry schneller. es lohnt sich wirklich. Also es ist wirklich super genial. Und... Und ich habe ja eines gemacht, ich habe die ganzen zusätzlichen Fähigkeiten, die er hier, die man noch kaufen kann, in dem Menü, ups. Hier sieht man, wie schnell man reagieren muss. Upsala. Ja. Die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Weil damit will ich warten bis zum... Mal wegen Hardcore-Modus oder bis zum nächsten. Auch die musikalische Untermalung ist einfach phänomenal. Also hier sieht man, wie wenig Reaktionszeit man im Prinzip hat. Eine falsche Taste oder kurz mal zu spät gemacht, dann ist es schon fast vorbei. Also ich kann es nur absolut empfehlen. Ich bin völlig begeistert von dem Spiel. Ah, ja, okay. Oh. Das ist mir... Diablo gekauft, Hochzeit, 30 Sekunden, Gratulation. Achso, deine eigene Hochzeit oder von deinem Bruder? Art Futterlure. Ja, das ist. Also, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Da sieht man, also auch die Heiltränke nicht im Augenblick gehabt. Aber absoluter Wahnsinn. Es ist echt absoluter Wahnsinn. Aber kenne ich. Also ich bin auch sehr ungeduldig bei vielen Sachen. Ich konnte es hier auch kaum erwarten, als wir das Spiel hatten, das dann endlich zu spielen. Und es ist wirklich so gut geworden. Ja. Diesmal habe ich aufgepasst.
Wuppdiwupp. Möchte nicht wissen, was passiert, wie gesagt, wenn ich die anderen Fähigkeiten dazu habe. Ach, ich mag das rundenbasierte Kampfsystem. Das ist halt abhängig davon, welches Spiel es ist. Hier wäre es bloß einfach quatschig gewesen, weil das würde überhaupt nicht gehen. Weil es eine ganz andere Art und Weise ist des Spiels. Und aber zum Beispiel, wenn man sich Final Fantasy X anguckt, das ist halt rundenbasiert, passt. Oder ist zwar jetzt nicht der, aber hier Blue Dragon zum Beispiel, wenn da kein rundenbasiertes Kampfsystem wird, völlig langweilig. Oder Octopath Traveler und so, das ist, die müssen rundenbasiert sein. Aber das hier, nein. Ich denke mal, gleich wird Ifrit kommen und jetzt sind zwei, wohl, ich nehme an, Limit Breaker mit drin. Ja, das ist der absolute Hammer. Also der Kampf jetzt ist noch, also das ist noch harmlos. Vorhin der Espen Fight, das war absolut gigantisch. Ja, also das ist schon, das ist so genial gut. Hat so ein bisschen was von einem, also so, wenn man sich das anguckt, so ein Godzilla King Kong Superfilm. Also auch hier jede Menge Button Smashing. Aber es ist einfach nur, es wirkt halt absolut genial. Hat ja zu Anfang so ein bisschen die Zweifel, dass wenn man halt die Espenkämpfe, also die Icons hier macht, dass das zu eintönig wird und man sagt, also, nee, das geht ja gar nicht. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und da verstehe ich zum Beispiel auch nicht die Leute, die... So wie Eurogamer oder was, die das Ding dann mit 6 von 10 bewerten. Also das ist ein absolutes Rätsel. Also wirklich ein absolutes Rätsel, weil das Spiel hat, bietet so viel Potenzial. Muss mal kurz den anderen Streamleiter machen. So. Was haben wir denn hier? Manifeste, bla bla bla. Ja. Ja. Die haben alle ein extrem hohes, also das, die Metacritics sind nur weiter runtergerutscht, weil, wie gesagt, unter anderem Eurogamer 6 von 10 gegeben haben. Ja, die kommen, der eine auch, ja, die Story ist so flach und warum ist er hier, kann er dann Ifrit beschwören? Ja, es ist halt so. Also wenn wir jetzt, klar, man könnte jetzt auch in die Vergangenheit reisen und sagen, ja, genau, Eurogamer, keine Ahnung. Das ist in der Familie, das wird vorher sogar gesagt, dass die Familie das schon immer so gemacht hat. Und dass er das auch ist. Es erinnert mich immer nur an IGN damals, als Pokémon kam. Und ich weiß gar nicht mehr welches.
Dann ging es auch um Wasser-Pokémon und da hat IGN irgendwie 4 von 10 gegeben und haben reingeschrieben, zu viel Wasser. Also, ne? Ja, das Spiel bietet halt viel. Das ist genau wie Elden Ring oder Witcher oder Uncharted. Jedes Spiel hat seine Art, aber dieses Spiel ist nun mal völlig untypisch für ein Final Fantasy. Es ist deutlich brutaler, es ist deutlich blutiger. Und ja, ist halt eine komplett andere Welt. Sind viele Sachen, die man kennt aus anderen Teilen. Also die Mogris sind da, die Bomber sind da, die Viecher, die ganzen Espen. Das kennt man alles. Aber ansonsten. Und es ist sehr düster auch, ne? Also man sieht, hat kaum Tageslicht. Es ist fast immer im Dunkeln. Ja, genau. Ne? Und jedes Spiel hat seine eigene Art. Und da kann man nicht sagen, ja, das muss so und das muss. Das ist genauso der eine irgendwas in einem Film. Also wer irgendwie in einem Film was schreibt, ja, das ist völlig unrealistisch, dass der das macht. Das war bei einem Marvel-Film. Dann denke ich mir, was erwartet man in einem Marvel-Film an Realismus? Das sind Comicfiguren, Superhelden, die können mal wegen fliegen oder keine Ahnung. Da braucht nichts realistisch sein. Also. Second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night and destroyed ja. So many more, including yours. I must have known for the yeah. Time to finish it. Ja, wie gesagt, also ich habe das schon lange aufgegeben. Ich gebe da auch nichts. Also die Generation, dieses ich sage mal, von Denkern und Dichtern zu Nörglern und Besserwissern, da gebe ich schon gar nichts mehr drauf. Ich habe mit Gollum, war eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich falsch lag, wo ich gedacht habe, okay, das wird was. Aber ich habe auch gesagt, ist mir egal, ich bestelle das Spiel vor. Wenn es kacke wird, mein Ding, mein Problem. Es ist mein Geld. Und wenn ich nicht zufrieden bin, okay. Ich habe es ins Regal gestellt, ich habe ein paar Stunden gespielt, ich sage, nein, das kann ich mir nicht antun. Ja, okay, dann bleibt es da stehen, vielleicht kommt irgendwann mal ein Patch, vielleicht wird es mal besser. Aber ansonsten, nö. Aber ich würde es auch, also die Logik dahinter, wenn die Leute dann sagen, ja, ich kaufe es mir, wenn es billiger wird. Ja, das Spiel ist immer noch kacke. Also es ist in jedem Fall Geldverschwendung, wenn das Spiel so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, also, nee. Und bei dem Spiel hier, also alle, die ich bis dato gefragt habe, alle, die ich kenne, die das Spiel spielen, sind durchweg begeistert hier. Ne? Ja, kann ich alles nach Wunsch mal laufen. Genau. Das ist genau wie beim Fußballspiel. Es geht immer nicht so aus, wie man es erwartet. Oder es kann nicht immer so ausgehen. Und aber wenn ich sehe, welche Leute an dem Spiel gearbeitet haben, war es mir eigentlich klar, dass es wirklich. Also zumindest kein schlechtes Spiel wird. So. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Aber wie gesagt, also es lohnt sich in jedem Fall. Und ich habe es für meinen Junior jetzt auch nochmal geholt. Der streamt das dann auch. Und der war jetzt die ganze Zeit mit Street Fighter beschäftigt. Ja, Diablo habe ich auch noch liegen. Diablo, ja, ist cool, gefällt mir, aber irgendwie so. Ja, mal gucken.
delivered... Who delivered the coffer said... He said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. Ich meine, bei Final Fantasy ist es ja auch so, das ist also schon ewig. Die Videosequenzen sind immer genial, die Musik ist immer genial. Also, ich meine, es gab ein paar Ableger, also zum Beispiel 10.2 und 13. Also 13 fand ich gar nicht schlecht, aber da gab es ja auch nochmal einen Ableger. Aber 10.2 zum Beispiel fand ich eine Katastrophe. 10 fand ich genial. Und ich denke mal, da wird auch ein Remake von kommen. Also die haben das ja schon zigmal remastered und nochmal rausgebracht. Aber die Story ist so gut in 10, dass sie die auf jeden Fall nochmal neu auflegen werden. Ifrit ist wach. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fähigkeiten wie zum Beispiel Feuerrammer zur Verfügung stehen. Okay, jetzt wird's natürlich schon. Ja, genau. Also ein LB, wie erwartet. Verwandle ihn in einen halb erwachten Ifrit. Indem du L3 und R3 drückst, wenn die Leiste voll ist. Fühlt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt oder wenn du erfolgreich offensiv und blablabla. Okay. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, erstmal kurz abspeichern. Zack. Das ist der nächste. Und wie gesagt, hier die ganzen Dinger sind alle noch frei. Die bleiben auch. Und wenn man sich das mal anguckt, ich bräuchte eigentlich die 4000, die ich jetzt schon die ganze Zeit gesammelt habe. Das würde gerade mal reichen, um den und den aufzufüllen. Die drei Fähigkeiten. Und ich meine, klar, das sind natürlich dementsprechend große. Ich könnte jetzt auch überall die kleinen Gegner nur besiegen und Fertigkeitspunkte sammeln bis zum Erbrechen. Aber gucken. Erlernen kann ich sie immer noch. Und die Fähigkeiten, da muss ich nochmal gucken. So, das ist beschwöre mehrere schnellkreisende Feuerbälle, die Gegner aber berühren Schaden. Okay. Oh ja, das ist schon cool. Das ist die Feuerramme. What is it? Nothing good, I'll wager.
Mal sehen, was er jetzt gespürt hat. Och, ich steche mal noch so ein bisschen rein, da wäre vielleicht effizient, aber sonst. Ja, da muss man gucken. Also es sind dann natürlich auch die AOE-Sachen, so wie die jetzt hier. Dann hat man halt die Magie-Kombo, das heißt also mehrere Nahkampftechniken gefolgt von der. Und jetzt könnte ich mich in den Limitrausch versetzen. Und wo kommt der denn immer? Irgendwo da hinten muss. Ach, da, der blöde Feuerviech da. Ah, die liefern. Okay. Na, mein Plan ist ja, wie gesagt, alles aufzuheben bis zum nächsten. Und. Und man kann ja auch den Hund, seinen Begleiter befehligen, so wie hier. Man sieht das jetzt unten links mal. Ja, unten rechts die Kommandos, da sitze ich natürlich vor. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich kann jetzt zum Beispiel dem Hund sagen, er soll angreifen, er soll beißen oder er soll mich heilen. So, wenn jetzt zu viele kommen, dann nochmal Ifrit raushauen. Aber das geht. Also es ist ein echt bösartiges Effektfeuerwerk. Also das finde ich so geil an dem Spiel. Es ist nur Feuer, Flammen, Explosion, Magie. Hier muss man natürlich auch gucken. Manchmal ist es auch so, wenn der angreift, dann halt dementsprechend richtig reagieren. Ich
Richtiges Ausweichen. Ja, da war es einmal zu früh, einmal zu spät. Beziehungsweise man kann ja auch ihren Attacken der Counter, Konterangriff machen dann. Oder Counter-Attack. So. Und mitunter wird es ja angezeigt, aber nicht immer. Das ist das Schöne, ne? So, jetzt können wir wieder was herstellen, Meteorstein. Bin immer gespannt, was man jetzt als nächstes in der nächsten Stadt an... Ich hätte ja das andere Schwert noch machen können. Das hätte noch mal fünf Angriffsstärke oder fünf Stärke gehabt. I'm sorry, Lady Anna. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Ja. On the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way father embraced them. When the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Oi! Gonna leave you's lot to take care of things here. Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready then. No. Ja, die Mutter von ihm ist eine nicht so freundliche Person, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ein weiterer Spion. Ach, das ist doch, Ach.
So, wo müssen wir jetzt hin? Zurück ins Versteck. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk. No matter how colorful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own. Zum Spiel selbst sei aber nochmal gesagt, dass, wenn man sieht, die Lippensynchronität ist halt in Englisch, das ist ja auch so aufgenommen, halt deutlich besser. Ist einfach viel. Also ich hatte es vor auf Deutsch und fand ich überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich die englischen, die deutschen Untertitel mit reingemacht. Und da ist es. Ja, die ist nicht schlecht. Ich habe ja gestern den Sprecher von Clive kennengelernt. Der war ja bei uns im Laden. Und unter anderem, also es waren ja einige Leute da, zum Launch-Event von 16. Der ist auch, ich glaube, wen spricht der? Son Gohan oder Son Goku oder was spricht er auch im Deutschen? Wie heißt der nochmal? Vincent Schlatau oder so. Irgendwie so war das. Also von den Synchronstimmen selber her, ja. Da ist es wirklich gut, das muss man echt sagen. Aber nicht so schlimmer, wenn die da wenn die ganze Zeit gequatscht wird und die Lippen bewegen sich nicht oder das bewegt sich danach. Ja, der war bei uns im Laden. Honeypoo war bei uns heute auch. Und Simon Kretschmer war gestern bei uns. Wer war denn gestern noch da? Wie heißt sie denn? Melissa Lee? Da noch jemand da? Ja, die andere, da konnte ich mir den Namen nicht merken. Ja, das ist schon ganz cool. Ja, du darfst fragen. ich bin in der Experion in Berlin tätig. Falls du davon schon mal gehört hast, das ist halt so ein großer Gaming-Bereich mit Veranstaltungen, mit Showbühne, mit Gaming-Events, sowas alles. Und ja, die waren gestern da. Letzte Woche war Milchbaum da. Ja, wir haben immer mal was. Also. Und zur Eröffnung, da hatten wir dann eigentlich alles, was so Rang und Namen hat. Also den einzigen, den ich noch nicht gesehen habe, das war halt, also Montana war noch nicht bei uns, aber Hand of Blood war bei uns, wie gesagt, Simon Milchbaum, Jennian war bei uns, ja, alle möglichen. Na und wie, The Honeypoo, die war heute da, aber ich hatte heute frei, deswegen habe ich sie leider nicht getroffen. Ich hätte gedacht, die würde gestern da aufschlagen, aber war nicht. Ne?
Und Reefed. Reefed habe ich auch getroffen, ja. Die war auch bei uns. Ja, mein Kader kommt auch wieder rechtzeitig. Ja. Ja, was heißt geiler Beruf? Ist es, du triffst halt viele interessante Leute. Pete's Meat, meinst du? Ja, ja, ja. Ach so, und Dr. Freud war letztens bei uns, also Floyd und wie sie alle heißen da. Die anderen Namen kann ich mir immer nicht merken, das sind einfach zu viele. Da bin ich wahrscheinlich schon zu alt für. Ich mache das ja auch, also so aktiv streamen, ja, auch noch nicht so lange. Ich habe ja früher immer nur über die Konsole gestreamt, direkt. Und aber ist natürlich schon cool, wenn du die Leute kennenlernst und du wirklich merkst, das sind auch alles nur ganz normale Menschen. Also speziell bei Reef, die kannte ich überhaupt nicht. Und als sie dann reinkam, sagte sie, oh, und ich möchte dahin. Und alle, oh ja, da ist sie. Wer ist das? Eine ganz normale. Ganz nette. Auch Milchbaum war auch eine ganz, die Sonja, eine ganz liebe. Das ist immer ganz, ist ganz lustig dann halt, ne? Aber ich lasse die dann auch zufrieden, weil die müssen sich da auf ihre Show vorbereiten. Da sage ich jetzt, okay, macht mal euer Ding, alles gut. Ich gucke mir das dann mal so von der Seite aus an. Weil da ist nichts Nervigeres für die Leute, auch das kennt man ja selber, als wenn er kommt, kannst du mal und hast du mal und bla bla bla. Wir hatten zum Beispiel ja auch den Bassisten von Metallica bei uns letztens. Da ist dann auch keiner hin. Ja, kannst du mal für die ganzen Leute noch Autogramme machen? Das kommt dann von denen alleine. Der kam dann so, sagte, cool, danke. Und oh, ja, und dann schreibt er da sein Nämelchen und das war's dann halt. Aber ich fand es lustig. Ich hatte letztens bei Simon, also Monofficial, im Stream reingeguckt und hatte gesagt, der sagte ja irgendwas, er will irgendeine Veranstaltung oder irgendwas wollte er planen. Ich sage, mach doch in dem Experion. Und dann sagte er, ach, da bin ich sowieso demnächst. Ich so, okay. Ja, so klein ist die Welt dann. Ja, mein Kater ist hier wieder am Rumtouren. Ja. Ja, es macht halt, es ist sehr stressig. Aber das liegt nicht an den Leuten, sondern an den normalen Besuchern, die wir tagsüber haben. Weil wir haben ja alles möglich. Wir haben FIFA, wir haben Fortnite, wir haben eine große Arena mit High-End-PCs und. Wir haben Streaming-Cubes. Und da das Ganze umsonst ist, die Leute also nichts bezahlen müssen, hast du natürlich auch mitunter ein bisschen schwierigeres Publikum. Vor allen Dingen die, ey, Kater, hör mal auf, nee, du sollst nicht meinen Monitor hier anknutschen. Weil der ab 12 ja freigegeben ist, der Eintritt, während andere Läden ab 16 das machen. Was machst du denn hier? Was los? Ja, nun kannst du dich bald mal entscheiden. Aber, ja. Auf der anderen Seite ist, ich sag mal so, man kann ja auch, ich kenne das, man kann ja auch als Jugendliche oder als 12-, 13-Jähriger, als man Junior in dem Alter war, die können ja auch nirgendwo hin. Es wird ja auch nichts im Prinzip geboten, es sei denn, die zahlen ein Schweinegeld, ne, für irgendwelche Sportvereine. Und wenn ich mir dann die Sportvereine anschaue, naja, da prügeln sie die Leute tot. Ne? Ja, ist das heutige Publikum. Es gibt solche und solche. Also wirklich
ganz extreme Unterschiede. Wir hatten ja jetzt die Special Olympics hier in Berlin und da waren auch ganz viele Teams. Also wir hatten Dänemark, wir hatten China, wir hatten Japan, die Deutschen waren hier. Ganz anders. Ganz anders, ganz nette Vertreter, alle ruhig, alle zufrieden. Haben sich zwar gefreut, wenn die jetzt bei FIFA ein Tor geschossen haben, aber ganz entspannt. Aber nicht so abgedreht. Ja? Und ja, jetzt geht der Kader runter. Aber das wird sich auch ändern. Also in Hamburg kommt aber auch noch ein Laden von uns. Also einer ist ja in Köln, einer in Berlin. Und ich nehme mal an, dass in Hamburg dann auch einer gemacht wird. Und dann wahrscheinlich noch einer in München. So. Und dann sind wir vier Stück. Das kann also durchaus passieren. Ja, da werden in jedem Fall Mitarbeiter gesucht. Also, ich bin auch durch Zufall rein. Ich war ja bei Saturn 5 Jahre lang. Und das ist ja bei uns im Saturnmarkt oben reingegangen. Und ich habe mich einfach so, hatte erst mit einem Arbeitskollegen überlegt, ob wir beide reingehen. Ja, und dann bin ich zu meinem Chef hin. Und eigentlich hieß es, es sind alle Stellen belegt. Und dann habe ich mich einfach auf gut Glück drauf beworben. Ich sage, wie sieht denn das aus? Ich hätte Interesse. Und dann sagt er auch, ja, naja, man hatte erst so ein bisschen Skepsis wegen dem Alter. Aber da ich ja schon mit Videospielen seit, ja, wie gesagt, Anfang der 80er zu tun habe, hat man dann gesagt, ist in Ordnung. Need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favor of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Ja, muss nebenbei noch kurz in dem anderen Chat ein bisschen was erklären. Geht auch wieder um so ein... Also wie gesagt, ich bin dann auch
Naja, das war mal. Also das ist ja schon fast ein Vierteljahrhundert her dann, ja. Ja. Nee, wie gesagt, also ich bin dann gewechselt und habe dann gesagt, okay, ich gucke mir das an. Es ist ein sehr stressiger Job, also speziell das Publikum auch in Hamburg. Ich bin ja ehemaliger Hamburger oder gebürtiger Hamburger. Deswegen, da wird das Publikum sicherlich auch nicht leicht werden. Halt, ne? Aber das ist, muss man halt mit umgehen können. Ein dickes Fell muss man haben. Hm. Aber das in Hamburg, das wird dann hier Hamburg-Munzburg, der Saturn ist das dann. Perhaps I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's Bales. Oh, and hurry. Will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sandbrek as soon as I can. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflam. Also seit vielen Jahren im Handel, Kundenservice aktiv oder eine andere Route, ja. On second thoughts, I don't want to know. So.
Ja. Was haben wir denn noch hier? Achso, die Idee ist kacke. Sie hat nix, alles besser. So, aber... Ja, wir bearbeiten jetzt, also ich habe das jetzt, ich bin ja nebenbei noch auf Kick am Stream und habe dann, die ist aber heftig. Es geht um eine Liste, die wir erstellen, halt mit QR-Code, wo die Leute sich dann eintragen können und also speziell so kleinere Streamer und die Leute können mal raufgehen, gucken, dass die ein bisschen bekannter werden dann halt, ne? Ja. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Not bad. If I do say so myself. So. Und das ist ja noch nicht mal, die sind ja die Epics hier, sind ja noch nicht mal verstärkt. Mal gucken, ob ich das jetzt machen kann. Nee, ich kann sie tatsächlich... Ach ja, nee, ging nicht. Da wären nur 42 drin, also das Maximale ist offensichtlich zweimal verstärken. Talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines,
and at home. With a fair wind behind them, a handful of light-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflam. No trouble. Ja, dieser Umbruch hier mit Twitch und Kick, das ist momentan... Man weiß nicht, was man jetzt am schlauesten macht. Bleibt man auf Twitch, geht man auf Kick? Ich meine, Twitch, da zu wachsen, ist echt schwer. Das merkt man. Auf Kick ist es aber nicht anders. Also speziell bei solchen Massenspielen dann meinetwegen, weil das auch im Verhältnis sehr, sehr viele machen. Auch wenn es meinetwegen, sagen wir mal, nur so ein paar hundert oder was sind. Aber es teilt sich natürlich auf. Es sind extrem viele Leute. Allerdings bei Twitch habe ich geguckt, also keine Chance. Also, du musst halt den großen, irgendwie das große Glück haben, dass dich irgendwer mal wegen mit dem Raid besucht oder dich weiterempfiehlt oder dich namentlich nennt. Du musst ein bisschen aktiv bei den anderen sein. So hoffe ich natürlich, dass dann auch hier so mal ab und zu so ein, zwei mehr reinkommen. Hatte ich ja, mit, wie gesagt, mit Lucy habe ich das auch gehabt. Da ist dann Simon mit seinen Leuten rein. Und die ist dann von 7 Followern auf, ich glaube, jetzt müssten es 40 oder 50 sein. Und von einem Zuschauer im Schnitt auf 10. Oh, das ist schon eine Steigerung, also wenn man klein natürlich anfängt. Und da kann man dann natürlich schon sehen, ja, es geht. So, die Kunde aus den Landen ist jetzt hier bei Gauthier in der Messe verfügbar. In diesem Bericht in der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz... Ah, okay, cool. Na, mal schauen. Da ist ein neuer. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass es hier in dem Final Fantasy sehr langsam aufbaut. Also man hat erstmal eine Menge Kämpfen, bla bla, und erst diese Sachen hier, so die, damit man erstmal wirklich firm wird mit allem, was da ist, kommen erst im späteren Verlauf dazu. Und dass es dann nicht zu überladen wird, weil ansonsten, wenn man jetzt mal von Anfang